FT Sport, der Talk geht in eine neue Runde. Mein Name ist Maximilian Glas und heute haben wir wieder zwei Gäste zu Besuch bei uns bei der Mediengruppe Oberfranken in der Gutenbergstraße. Ja, wie kann es in der Woche auch anders sein? Es müssen natürlich Basketballer sein. Ganz große Basketballwoche, das Pokal Top 4 in München im BMW Park steht an und die Bamberg Baskets haben sich überraschend qualifiziert, kämpfen mit dem FC Bayern Basketball, Alba Berlin und Ratio Farm Ulm um den Pokaltitel. Ja, zwar in der Woche aber noch ein bisschen mehr los bei den Bamberger Basketballern. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Am vergangenen Freitag eine deftige Klatsche im Frankenderby in Würzburg. Am Samstag dann die Trainerfreistellung von Oren Amiel. Und gestern waren die Bamberg Baskets schon wieder im Einsatz und ja, zum Glück gab es einen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht Heidelberg und ihren Teil dazu beigetragen haben zwei Gäste, die wir heute herzlich begrüßen. Es sind Kevin Wohlrath und Patrick Heckmann. Grüßt euch. Servus. Ja, danke erstmal, dass ihr da seid. Ist ja durchaus eine stressige Woche. Pokaltop 4, englische Woche, BBL gegen Heidelberg. Natürlich auch noch die Ereignisse am Wochenende. Ja, erstmal Sieg gegen Heidelberg. Schwere Geburt in der ersten Halbzeit, würde ich es mal nennen. In der zweiten Halbzeit sah es dann deutlich besser aus. Ich glaube, man hat jeden die Erleichterung angesehen. Kevin, wie erleichternd war es dann, das Spiel nach Hause zu fahren? Natürlich war es wichtig, gerade nach dem miserablen Frankenderby, sage ich mal so, war es wichtig, dass wir einfach nochmal unser anderes Gesicht zeigen. Und natürlich auch eine Reaktion zeigen. Ich glaube, einfach am Anfang war so die Nervosität einfach in den Knochen noch da. Und dann, als man zweite Halbzeit befreit aufgespielt hat, hat man, glaube ich, gesehen, wozu wir fähig sind. Mhm. Auch bei dir lief es gut. Das ist so ein bisschen wie im Basketball-Lehrbuch. Der Stil zuerst an der Mittellinie, dann den spektakulären Dunk und dann so ein bisschen den Rhythmus geholt für die 2-3. Hat sich, glaube ich, auch gut angefühlt für dich in der zweiten Halbzeit. Ja, definitiv. Also es war eine gute Aktion, die auf einmal dann so ein bisschen Feuer reingebracht hat und dann lief es auf einmal und dann die ganze Mannschaft durch angesteckt, drumherum gut verteidigt alle und dann läuft halt so, dann fallen halt Dinge einfach deutlich einfacher und dann gehst du einfach von der Seele runter. Patrick, kein einfaches Wochenende, aber du bist erfahren, du kennst solche Situationen ganz gut. Ja, was macht das mit der Mannschaft? Am Freitag noch Oren, Head Coach, am Samstag dann plötzlich nicht mehr. Dann hat Arne Woltmann das Training geleitet, auch wenn man immer sagt, im Profisport ist das normal, aber ist ja trotzdem schon komisch dann das Gefühl. Wie war es für dich? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren alle etwas geschockt, glaube ich, am Samstag. Ich glaube, da hatten nicht viele mit gerechnet, dass es passieren könnte. Natürlich stand es schon im Raum, das hat man gemerkt, so die letzten Wochen, dass da von außen viel Druck herrschte. Es war nicht einfach für uns, damit umzugehen, glaube ich, weil es war für viele was komplett Neues. Ich habe es schon das eine oder andere Mal erlebt gehabt, aber selbst für Carsten war es das erste Mal, dass es so mitten in der Saison passiert. Und wir haben das erstmal sacken lassen am Samstag, haben nicht viel gemacht, haben dann versucht, uns normal auf Heidelberg vorzubereiten. Waren natürlich nur 2 Tage. War ja klar, dass Arne da auch jetzt nichts Neues macht. Wir haben unsere Sachen von davor weitergemacht, einfach versucht, uns auf den Gegner gut einzustellen. Und man hat gemerkt, dass wir ein bisschen gebraucht haben, natürlich uns zu finden. Vielleicht war das noch irgendwo in den Köpfen noch nicht ganz sicher, wie es jetzt laufen wird alles. Aber ich glaube, die Jungs haben es gut gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ja, wir müssen einfach an uns glauben und jetzt das machen, was Arne sagt. Da ist einfach jemand anders jetzt vorne, der vorangeht, der uns Aufgaben und Ziele steckt, aber Vorgaben gibt. Und wir sind professionelle Basketballspieler, das passiert und da müssen wir jetzt einfach mit umgehen und versuchen, die Sachen umzusetzen. Es geht ja immer ums Thema Konstanz. Consistency ist das große Stichwort, fällt ja sehr häufig in der Saison. Habt ihr geglaubt vom Würzburg-Spiel, ihr habt die Konstanz und ihr seid sensibilisiert? Ich meine, auch das Frankenderby geht es ja immer darum, auch die amerikanischen Spieler reinzuholen in diese Emotion. Hätte man ja gedacht, nach dem Hinspiel auch da so ein bisschen sensibilisiert. Wie kann man es dann trotzdem erklären, ohne jetzt zurückzuschauen? Aber das war ja schon heftig, auch gerade in so einem Derby für die Fans, ja auch wirklich schon kein schöner Abend. Ja, auf jeden Fall. Das war ein sehr schlechtes Spiel von uns.
Würzburg war aggressiver, war mehr gewollt, haben die einfachen Sachen viel besser gemacht als wir, haben besser verteidigt, haben vorne alle ihre Würfe getroffen. Schwer zu sagen, woran es lag. Ich glaube, wir wissen schon oder wir wussten schon, worum es geht, was da auf dem Spiel steht. Und dafür war einfach unsere Leistung nicht gut genug. Also die Jungs wussten, dass es ein Derby ist, die Jungs wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird, die wussten, dass es ein wichtiges Spiel ist, aber wir haben es einfach nicht geschafft zu performen, was natürlich diese ganze Saison auch ein bisschen widerspiegelt natürlich, diese Ups und Downs. Das war einfach ein komplettes Down in dem Spiel. Wir hatten nicht viele Ups gehabt und haben es nicht geschafft, uns da rauszukämpfen. Okay, wenn jetzt ist ja der Trainer bei so einer Entscheidung immer in Anführungszeichen das schwächste Glied. Wie sehr fühlt man sich da auch als Spieler, ich sag mal, so ein bisschen schuldig? Ja, natürlich. Also wir tragen natürlich bei. Aber leider ist es halt so im Sport gerade, dass halt der Kopf als erstes rollt. Und das ist halt in dem Fall passiert. Und was natürlich sehr schade, weil er auch sehr viel Gutes gemacht hat natürlich. Und auch ich habe ihm auch eine Menge zu verdanken. Und dementsprechend war es natürlich auch, wie Hecke schon gesagt hat, dass es ein relativ großer Schock war. Ja, gehört leider dazu, muss man so sagen. Das hat Patrick ja schon angesprochen, man kann ja gar nicht viel ändern in der Zeit. Ich glaube, Arne Wolf macht halt 3 Trainingseinheiten. War trotzdem gestern vom Flow, vom Gefühl her was anderes oder auf dem Parkett überhaupt kein Unterschied, so gesehen? Ja, im Endeffekt sind wir dieselben Sachen ja weitergefahren. Ich glaube, vielleicht war es einfach nur so, dass es einfach ein anderes Gefühl ist, dass da jetzt jemand anderes dasteht und man sich halt daran gewöhnen muss. Deswegen glaube ich auch vielleicht diese Anfangsmobilität. Natürlich kann man nicht alles ändern. Dafür ist der Zeitraum einfach viel zu kurz jetzt. Aber ich glaube, im Endeffekt ist einfach der Beruf, den wir einfach machen müssen, wo es einfach heißt, okay, das ist egal, wer da vorne steht, man muss arbeiten. Ich glaube, das ist einfach das, was wir gerade gemacht haben. Wie gut ist es schon mal fürs Gefühl, jetzt 8 Saisonsiege zu haben? Man sagt ja, für einen Klassenerhalt braucht man immer 10 Siege. Also ich glaube, ganz so viel sollte da nicht mehr anbrennen. Das ist ja immer so, wo man so ein bisschen, ich weiß nicht, inwieweit das im Kopf war, Abstiegskampf, aber natürlich, glaube ich, ist man froh, dass man irgendwann eine bestimmte Siegesanzahl hat, wo man weiß, okay, da passiert nicht viel. Wie gut tut es jetzt auch so, dann auch für die Pause, so ein Sieg? Also um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht nach hinten geguckt gehabt, eher nach vorne, um zu sehen, was wir schaffen müssen, um es noch in die Playoffs zu kommen oder in die Play-ins. Der Sieg tut gut, vor allem in Sicht auf das Top 4 jetzt. Einfach, dass wir mit guten Gefühlen, mit mehr Selbstbewusstsein in dieses Wochenende gehen können. Und was danach kommt, kommt danach. Ich denke nicht, dass wir mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Und müssen nach oben gucken und zu schauen, was da noch möglich ist. Und das wird unser Ziel für die neue Saison, für die Zeit nach dem Nazi-Break sein. Kevin, das macht Hoffnung, dass diese Konstanz jetzt gefunden wird, dass das Potenzial da ist, das ist ja ganz klar. Definitiv. Also es war ja schon leider das Problem, dass wir diese Konstanz immer nicht aufbringen konnten. Aber ich glaube, dass wenn wir halt diese Konstanz haben, dass wir auf jeden Fall nach oben schauen müssen. Also nach unten habe ich auch nicht geschaut. All die Jahre auch so kurz davor gescheitert. Ich glaube, das war noch nie in den Köpfen, nur dass wir gesagt haben, so nach unten gucken, so nach oben, sondern wenn wir die Konstanz haben, dann definitiv nach oben mal gesehen, wozu wir fähig sind. Ja, wir schauen jetzt weder nach oben noch nach unten. Wir schauen mal auf die Jungs, was die beiden so auszeichnet. Und Patrick und Kevin, ich glaube, das kann man sagen, ihr versteht euch ganz gut und das schauen wir uns jetzt mal an. Wer ist der größere Morgenmuffel? Richtig. Bist du nicht gut drauf morgens, Patrick? Merkst du doch gerade. Den Kaffee weg. Naja, also ich brauche schon ein, zwei Kaffee, um morgens auf Temperatur zu kommen. Ja. Die hattest du heute noch nicht? Der Kaffee ist nicht so gut. Muss ich gestehen. Okay. Ja, die Chemie scheint zu stimmen zwischen euch. Jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen, dass ihr euch gegenseitig beschreibt. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz simpel an. Patrick, Kevin in 3 Adjektiven. Zielstrebig, gelassen
und energetisch. Gibt's das Wort? Auf jeden Fall, das ist doch gerade im Basketball immer sehr, sehr wichtig, energetisch. Kevin, was gibst du zurück an drei Adjektiven? Also zielstrebig, definitiv, direkt und sehr humorvoll. Danke. Patrick, um was beneidest du Kevin? Um was beneide ich Kevin? Gute Frage. Um seinen Dreier die Saison, der läuft einiges besser als für mir. Vor kurzem war die Krone aber auch noch nicht so besonders. Ja, aber mir geht sie steil bergab gerade. Ja, die geht wieder nach oben, Mann. Ja, gut, klar. Kevin? Ich glaube. Was meinst du, Patrick? Ich glaube, diese Gelassenheit, also dieses, dass er sich nicht so ans Herz legen lässt, sondern dass er so eigentlich relativ kalt ist da und dann einfach so, ja, okay, weiter geht's. Und auch heute klipp und klar, jemand mal so was Hartes ins Gesicht sagen kann. Ich glaube, diese Direktheit finde ich sehr stark und ich glaube, es fehlt mir manchmal auch. Kleiner Test, wie direkt du bist. Welche Eigenart bringe ich auf die Palme von Kevin? Welche Eigenart? Wenn er denn eine Eigenart hat. Eigentlich nichts. <Nixer. lacht> Nee, fällt mir jetzt so schnell wirklich nichts ein, was mich da so auf die Palme bringen würde. Kevin, bei dir was? Naja. Weiß nicht. Ich glaube, wir haben jeder vielleicht seine Macken und sowas, aber. Nichts Schlimmes. Ja. Okay, ja, das war sehr gut beantwortet. Aber vielleicht das versteckte Talent. Hat er eins, Kevin? Versteckte Talente? Wir waren jetzt ein paar Mal bowlen. Und er trifft die Pins schon ja ganz gut. Er wird dann zwar sehr schnell müde, immer die letzten Runden sind dann immer ein bisschen nach hinten, fällt es ab, aber am Anfang, die erste Runde, gewinnt er sehr oft gegen uns. Trifft noch besser als Dreier. Ja, gleich gut. Nimmt sich nicht viel. Kevin, hat Patrick auch ein verstecktes Talent? Ich glaube, da sind mehrere versteckte Talente. Ich glaube, einfach ein Sport-Arounder. Also, dass man mitbekommt, so alles Mögliche, wo es um Gewinn geht, ist er da. Und ich glaube, wenn man gegen ihn was anstarten will, im Wettkampf oder sowas, sollte man sich, glaube ich, zweimal schlau machen. Mhm. Ansonsten wird man böse überrascht, wie zum Beispiel beim Bowling auf einmal, wo auf einmal dann die Kugel noch mal gespinnt wird und du denkst dir so, wie bitte? Okay, klingt interessant. Patrick, in welche Trash-TV-Show würdest du Kevin ganz stecken? Oh. Ich muss tatsächlich sagen, ich musste mir in letzter Zeit einige zu Hause anschauen. Sommerhaus der Stars. Da hättest du schon Bock drauf. Ne? Jetzt sage ich, wie es ist, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Da sehe ich dich aber auch, muss ich sagen. Boah, ich könnte nicht. Doch, weißt du warum? Weißt du was? Deswegen, ja, deswegen muss ich ja sehen. Ich würde sagen, ich bin ja. Komplett ausrüsten. Ja, doch, würde ich sehen, ja. Doch. Okay, ja, das ist sowas. Patrick, in diesem Punkt ist Kevin ein Spießer. Gibt es einen Punkt? Ein Spießer. Oder zumindest Züge. Das ist ja kein Spießer, also ich glaube, das sehen wir alle, aber. Boah, fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein. Also ich glaube, Kevin ist schon sehr auf sein Aussehen bedacht und musste alles immer alles perfekt abgestimmt. Was aber nicht heißt, dass er spießig ist. Vielleicht ein bisschen eitel, aber spießig ist er auch nicht wirklich. So Kevin. Schuhe, gleiche Farbe, mit dem Pulli und jedes Menschen, Mal im Dreh. Ja, jedes Mal. Nicht jedes Mal, 90%. Und Kevin bei Patrick, nee, auch keine spießigen Züge. Nee, gibt's nichts. Okay. Patrick, welchen Basketball-Skill hättest du gerne von Kevin? Da muss jetzt eine Antwort kommen eigentlich. Alles andere wäre eine Beleidigung. Wie gesagt, ich bin ein bisschen neidisch auf seinen Dreier dieses Jahr. Der fällt einfach. Dieses Jahr. Das ist ja, dieses Jahr. Letztes Jahr war er besser. Letztes Jahr war ich besser. Dieses Jahr auf jeden Fall. Ja. Okay. Kevin, was hättest du gern? Seine Athletik. Hey, er kann springen, Mann. Nein, ich glaube, seine Passvision immer, wie er Pässe sieht und auch teilweise sind auch so, ich sag mal so, wo andere Menschen sagen so, der sieht zu aus oder sowas.
Und er aber dann sagt, ja, egal, gib ihm. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, ne? Und dann geht es halt in 90% der Fälle gut. Und die anderen Fälle denkt man sich so, was macht der eigentlich da? So, aber. Ja, aber die Athletikfrage war eine gute, wollte ich auch fragen. Wer ist denn der bessere Athlet von euch? Er kann höher springen, muss ich leider gestehen. Ja, das ist ein bisschen sneaky. Das ist wirklich. Das funktioniert nicht oft, aber wenn es funktioniert, das ist. Ich bin schon Opfer gewesen davon. Naja, okay. Na, in Bayreuth alle. Ja, einmal. Hatte ich Glück. Aber ihr habt ja beide eure Highlights. Also, ich meine, gestern wieder gut gestopft. Patrick ab und zu mal ein paar Blocks, wo man sich denkt, wo kommst du denn her? Ja, das ist es. Ja. Man muss den Gegner ein bisschen, darf nie wissen, was kommt, was passiert. Ja, du warst ja auch mal im Slam-Dunk-Contest dabei, ne? Das ist lange her. Ja. Da gibt es doch irgendwie keine Aufnahmen mehr. Ist das besser so? Ja, das oder? Ist so lange her, dass es da keine Aufnahmen gab. Okay. Aber im College, da hast du es ganz schön krachen lassen. Also, da noch ein paar Videos. Also, wie gesagt, manchmal kommt es immer noch raus im Moment, aber wie gesagt, mit fast 32 hält man sich auch ein bisschen zurück inzwischen. Ja, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Patrick, wo siehst du Kevin in 10 Jahren? Oh, ich hätte was Gutes, aber das sage ich jetzt nicht. Das will ich aber dann auch wissen. Wo sehe ich Kevin in 10 Jahren? Ich glaube, er zieht wieder zurück nach Berlin, in seine Heimat. Ja, ich glaube, da verbringt er schon sehr gerne seine Zeit und sein Leben. Und dann wird Kevin... Oh Gott, jetzt kommt. Nein, ich sag's nicht. was macht Kevin in 10 Jahren? Ich glaube, er will schon so ein bisschen im Sport bleiben. Ich glaube, Coach, nee, hätte ich auch nicht gesagt. Nee. Aber boah, schwer zu sagen. Vielleicht irgendwas mit Sneaker, Fashion. Sowas in die Richtung Design, weiß ich nicht, aber so ein bisschen Sales, weil der arbeitet auch ganz gerne. Ich glaube, das wäre sein Ding. Ja, sehe ich mich. Oh, oder? Ganz gut. Ja, vielleicht ganz gut, so ein bisschen. Wie viele Sneakers hast du denn im Regal? Ich weiß von Patrick, du hast nur 10. Hast du in einem Interview gesagt, das ist ja für einen Basketballer ja relativ überschaubar. Kommt auch so 10. Plus minus. Von einem Paar hast du 10. Ja. Ja, okay, aber ich habe jetzt auch keine 50 Paar. Also schlummert kein PJ Tucker in euch. Oh Gottes Willen, den kommt man ja nicht ran. Das ist ja utopisch. Ja, ich dachte jetzt eigentlich, du sagst, er spielt noch Basketball. Ich meine, er ist ja jetzt noch jung in 10 Jahren, da kann er ja noch. 28 bist du. Ja. Mit 38 spielt er noch Basketball? Weiß ich ja nicht. Vielleicht irgendwo in der Bezirksliga. Oh, also. würde ich mich freuen, wenn du mit 38 noch professionell Basketball spielst, auf jeden Fall. Oder? Aber ich glaube, das ist für viele nicht realistisch. Ist erst relativ spät in die BBL gekommen. Da musst du jetzt schon noch ein bisschen auf die Spiele von Patrick kommen kannst. Musst du schon da dauert ein bisschen auf jeden Fall. Ja, wo siehst du Patrick in 10 Jahren? Der ist ja ein bisschen älter. Ich weiß nicht, auf jeden Fall können wir so eine Weltreise gerade so ein bisschen nach der Karriere ganz entspannt die Seele baumeln lassen, so Geschäfte von außen einfach so schön am Laptop, weißt du, so ein bisschen klicken, so, ah, alles klar, machen wir so. Ja, seine, ich sag mal so, ich glaube, diese freie Zeit, die er jetzt ein bisschen abgeben hat, nachholen. Ansonsten vielleicht mal ein Startup machen, weiß ich nicht, mal gucken. Weißt du, so ein Hacker, so ein als Startup-Gesicht, so ein bisschen dahinter, so ein Hintergrund, sehe ich. Ja, ich glaube, sowas in die Richtung, und ich glaube, dann. Oh, mit Kindern auch. Irgendwo vielleicht remote arbeiten. Ne, so sehe ich, heißt du so irgendwo, keine Ahnung, Bali oder sowas. Oh, du musst ganz entspannt da sitzen. Dann, schönen guten Tag. Hack das wäre mein Ding, ne? Tatsächlich. Siehst du, was eben? Ja, ist gut. Wer von euch beiden ist denn der bessere Franke in Anführungszeichen? Also, Patrick, du bist halt schon lange da in Bamberg, aber du auf der anderen Seite ja Erfahrung in Bayreuth und in Bamberg, in zwei Metropolen, ja, würde ich fast sagen, in zwei fränkischen. Ja, auf jeden Fall. In Anführungszeichen. Okay, dann klar. Ja, gut, aber. Ja, okay, also. Ich habe mich der Kultur vielleicht auch nicht so angeeignet, um ehrlich zu sein. Schön hier zu leben, die Menschen sind super. Aber so richtige fränkische Züge habe ich jetzt auch nicht entwickelt, glaube ich. Das war so das erste in Bamberg, was du Kevin gezeigt hast, oder hast du schon die Hotspots gekannt in Bamberg? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, was das erste war, was er mir gezeigt hat.
Ich weiß auch nicht mehr. Wir sind bestimmt mal unterwegs gewesen. Ein, zwei Läden abgeklappert. Ein, zwei Schlenk getrunken. Damit kann man keinen Fehler machen. Oder doch, je nachdem. Ja, Kevin, du Berliner, du gebürtiger Mainzer. Wie war es eigentlich hier mit Karneval oder Fastnacht, sagt ihr? Bist du da ein Typ dazu als Mainzer? Müsste man da eigentlich einen Fehler haben? Ich bin ein großer Fastnachtstyp tatsächlich. Mhm. Dieses Jahr hat es etwas wehgetan, dass wir dienstags gespielt haben. Letztes Jahr hatten wir frei über Fastnacht. Und ich habe es geschafft, nach Mainz zu fahren, seit vielen Jahren mal wieder. Um Rosenmontag in Mainz zu sein, was sehr schön war. Nicht so viel, glaube ich. Also ich habe es noch nie so richtig miterlebt natürlich, weil wir immer Spiele hatten und um Fastnacht rum oder Karneval hier oder Fasching sogar, ne, glaube ich. Von daher, ich weiß, dass es einen Umzug gibt und dass auch ein paar Leute da ja, am Start sind, aber ich glaube, es nimmt nicht die Ausmaßen von Mainz an oder Köln, Düsseldorf. Zum Glück waren auch nicht alle Bamberger gestern dabei, sonst wäre auch keiner in der Halle gewesen. Aber konnte man beides verbinden. Ich habe gehört, die meisten waren auf dem Zug und sind dann also von den Fans im Pauven Zug gewesen und kamen dann abends in die Halle. Deswegen war die Stimmung auch so gut. Ja, diesmal. Zum Glück. Ja. Wer ist der bessere Koch von euch beiden? Weiß ich nicht. Ich würde sagen neutral. Oder ich habe Kevins Kochkünste noch nie gesehen. Also ich habe deine auch noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht beurteilen. Kann ich dir nicht sagen, leider. Ich glaube, das ist schwierig. Wer ist der bessere Entertainer? Weiß ich nicht. Ist auch schwierig. Mal so würde ich sagen. Ich muss nicht so viel labern und erzählen und reden die ganze Zeit. Das ist eher so sein Ding. Ich glaube, das ist so gut. Stimmt das? Ja. Ich habe so Anlagen dafür, aber. Okay. Gut, ja. Das war's erstmal von den privaten Sachen. Zum Glück labern die beiden nicht nur, sondern sie können auch richtig gut Basketball spielen. Und dass es Patrick drauf kann und dass Patrick auch Titel gewinnen kann, hat auch vor 5 Jahren gezeigt. Ist jetzt schon ein Stückchen her. Am 17. Februar 2019, also vor fast genau 5 Jahren, haben die Bamberger Basketballer ihren letzten Titel geholt, den Pokalsieg im Finale gegen Alba Berlin und ja, den entscheidenden Game-Winning Assist, würde ich ihn nennen, den hat Patrick Heckmann gegeben und da schauen wir uns jetzt einfach nochmal an, diese Sequenz. Rice, okay, er geht 7. auf Dreier. Rice macht für 3. Rice für 3. Der geht raus und der Ball ist bei Robert. Noch einmal 6 Sekunden. Da ist viel Zeit für Siemens. Der hält es wieder. Ja, das ist ein Ding, das lässt sich sehen. Das wird man natürlich am liebsten hier aus Bamberger Sicht auch am Wochenende sehen. Patrick, der Assist deines Lebens, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, ja. Das kann man so beschreiben, ja. Du bist ja eh ein sehr, sehr guter Passgeber. Ich meine, viele, die wollen immer nur scoren. Für dich fühlt sich so ein Pass genauso gut an wie ein entscheidender Wurf? Also wie ein entscheidender Wurf bestimmt nicht, aber für mich ist es egal, ob ich score, passe. Ich meine, für das, was das Team gerade braucht, was uns hilft zu gewinnen. Und ja, im Moment läuft es mit dem Pass nicht ganz gut. Und ich freue mich natürlich, wenn meine Teammates dann daraus scoren können. Damals der Pass in dem Moment, Nikos Tsitsis ist ja gar nicht der schlechteste Abnehmer. Hast du gewusst, dass er den reinmacht? Ich habe gehofft, dass er ihn reinmacht. Ey, Nikos hat davor die letzten, glaube ich, 3 Würfe auch getroffen gegen Berlin damals. Noch schwierigere Würfe als den wahrscheinlich. Und in der Situation ist eh Kopf aus drauf, weil es ist ja eh keine Zeit mehr. Also musste er da nicht nachdenken. Und ja, zum Glück hat er den reingeworfen.
Wenn du diese Situation in die heutige Zeit transportieren müsstest, also letzter Angriff, du würdest rauspassen, welcher Spieler aus dem aktuellen Team sollte da jetzt anstelle von Nico stehen? Ja, Zach. Ich glaube, das ist recht einfach zu beantworten. Ja, ich glaube, Zach, so ein freier Dreier für ihn ist schon recht leicht. Vielleicht in der Situation was anderes, aber ich glaube, wenn Zach da stehen würde, hätten wir schon eine gute Chance zu gewinnen. Wie sehr bist du noch in Kontakt mit den Jungs, zum Beispiel Nikos? Ich habe gehört, er soll am Wochenende auch in der Halle sein. Wie sehr kann das vielleicht auch pushen oder ist das zu sentimental jetzt gedacht? Ja, es ist natürlich schön, ihn mal wieder zu sehen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Viel Kontakt besteht jetzt also. Du spielst mit so vielen Leuten zusammen in deiner Karriere. Wenn du da mit jedem die ganze Zeit Kontakt halten würdest, hättest du sehr viel zu tun. Natürlich so ab und zu, so auf Insta kommuniziert man mal auf eine Story oder irgendeinen Beitrag. Aber jetzt regelmäßig Kontakt besteht da nicht. Jetzt hast du ja 2017 auch den Pokal gewonnen, auch ein enges Spiel. Also enge Pokalspiele kannst du gewinnen. Ja, kann ich gewinnen. ja, Pokal ist, glaube ich, immer eng. Also ich kann mich nicht an viele Spiele erinnern, die da mit 30, 40 gewonnen wurden. Von daher ist einfach Kampf, Fight und die Spiele sind meistens nicht schön, aber müssen gewonnen werden irgendwie und es geht halt über Wille, Einsatz. Von daher, wenn es am Freitag wieder am Samstag wieder eng ist in München, dann hoffe ich, dass wir das bessere Ende haben werden. Kevin, ist man eigentlich ein bisschen neidisch auf die Titelsammlung von Patrick, der ja einiges in der Vitrine stehen, im übertragenen Sinn? Auf jeden Fall. Also man würde lügen, wenn man sagen würde, nicht, bin ich neidisch drauf. Ich habe noch keinen Titel gewonnen. Ne? Also, ich glaube, da fällt es auch nicht schwer, neidisch zu sein. Ne? Könnte ich ihm aber von ganzem Herzen, ne? Der dafür gearbeitet. Ja, danke. Ja, wenn man vielleicht sich ein bisschen den Gegner anschaut, gegen die Bayern in München, ja, richtig dankbar, schaut anders aus. Was macht trotzdem Hoffnung? Dass wir keinen Druck haben. Also, klipp und klar ist, glaube ich, der größte Faktor, gerade in einem Top 4, wo alles möglich ist. Das ist, glaube ich, so der unberechenbarste Faktor. Und natürlich der ganze Druck, alle erwarten von München, dass sie den Titel gewinnen. In München natürlich auch nochmal so ein zusätzlicher Druck. Und wir können halt befreit aufspielen. Wir haben jetzt nicht im Hintergrund ganz Zeit, dass wir so, ja, wir müssen gewinnen. Und alle erwarten es von uns, sondern wir können eigentlich befreit aufspielen. Mhm. Und ja, und dann schauen wir mal, was da passiert. Und in der BBL sah es ja drei Viertel ganz gut aus. Dann, ja, leider wie so oft in der Saison, dann ein schlechtes Viertel, aber ich glaube, die ersten drei Viertel machen da durchaus Hoffnung. Elias damals für Bamberg den Pokal gewonnen, jetzt bei den Bayern. Gibt es da ein bisschen Trash-Talk oder? Stimmt. Ja, ich werde bestimmt mit Elias ein bisschen quatschen vorm Spiel. Während des Spiels, wahrscheinlich ist man dann doch schon eher auf das Wichtigere konzentriert. Ich bin hier kein großer Trash-Talker, von daher, wenn wir spielen, sind wir keine Freunde. Und davor und danach ist alles gut, sage ich mal. Kann man die Situation damals und heute so ein bisschen vergleichen? Natürlich, damals war man in einer anderen Position, hatte man mehr Budget, aber es ist so ein bisschen vergleichbar. Das ist auch damals auch nicht gut. Da musste man im Januar auch nicht genau, reicht es für die Playoffs, für welchen Platz reicht es. Dann wurde Perego als Assistant Coach zum Chef gemacht, ähnlich wie jetzt bei Arne Woltmann, so ein bisschen Flashbacks oder? Ich habe das auch schon gesagt, dass das die eine positive Sache, die wir rausnehmen können, ist, dass Soren gefeuert wurde, ist, dass wir 2019 das genauso gemacht haben und dann den Pokal gewonnen haben. Natürlich waren wir auch gegen Berlin so ein bisschen, also Berlin war auf jeden Fall der Favoriten im Finale. Damals und zu Hause hat es uns vielleicht diese 15 extra Prozent gegeben, das Spiel zu gewinnen. Was auch sehr gut getan hat zu dem Zeitpunkt, weil, wie du schon gesagt hast, es lief nicht so wie erhofft damals, wie dieses Jahr auch. Dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen schlechter als damals. So ein Sieg kann einiges freisetzen. Natürlich wird es gegen München sehr, sehr schwer werden. Aber ja, wenn uns was aus dieser Situation herausführen kann, dann wäre es ein kleiner Erfolg im Pokal auf jeden Fall.
Warum werden die Bayern kein Pokalsieger, Kevin? Weil wir auch nicht Pokalsieger werden. Also, klar. Ja, sehr, sehr schlagkräftig, genau das wollte ich hören. Ja, jetzt noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache auf fränkischertag.de. Lest ihr natürlich nicht nur alles über die Bamberg Basket, sondern auch alles andere, was das Herz begehrt, der fränkischen Sportwelt, unter anderem auch HSC Coburg oder die Höchstadt Alligators. Was wir bei den Bamberg Baskets unter anderem im Angebot haben, ist bei den Heimspielen auch immer die einzige Kritik. Und ich weiß, Jungs, schwere Frage. Patrick, was hattest du gestern Kevin für eine Schulnote gegeben? 2+. Kevin? Eine 3. Für Patrick? Eine 3 durchwachsen. Nichts Schlimmes, nichts Gutes, so überragendes. Passt solide. Okay, das klingt doch gut. War ich auch gar nicht so weit weg. Aber will ich jetzt natürlich nicht verraten, wenn es euch interessiert. fränkischertag.de lesen natürlich. Müsst ihr das ein Abo machen? Also. 1 Euro, Patrick. 1 Euro. Zum Abschluss, wo seid ihr am Sonntag? In München. Du auch? Ja. Okay, das klingt doch schon mal nach ordentlich Optimismus. Dann freuen wir uns drauf. Drücken wir die Daumen in Bamberg. Vielleicht reicht es ja für die Sensation. Verdient, glaube ich, hätte es euch nach dieser schwierigen Phase. Und ja, ich bedanke mich für euren Besuch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Auf jeden Fall, definitiv. Super. Ja, das war's von heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei FT Sport, der Talk. Danke fürs Einschalten. Ciao von euch.